bin kleiner Gruß an die Kettenwachs-Fraktion. Guten Morgen. Ich befinde mich hier in Olten. Heute gibt es eine Gravel-Tour, knapp 90 Kilometer, 1400 Höhenmeter. Ich habe mein Setup zum letzten Mal wieder etwas geändert, aber dazu komme ich später. So wie es aussieht, wird es heute meistens trocken. Im Moment sieht man sogar blauen Himmel. Ich hoffe, es bleibt meistens so. Ja, und jetzt beginne ich mit dieser Tour. Ich habe nur etwas über 10 Kilometer hinter mir. War nicht angenehm. Alles der Hauptstraße entlang, war zwar Radsteig, zum Teil Radweg, aber das fahre ich nicht so gern. Und jetzt ist es besser. Sofort bin ich jetzt außerhalb. Jetzt kommt gleich Gravel. Wohin geht's überhaupt? Zuerst geht's über die Lurg, dann Richtung Bern. Meine Planung war eigentlich Olten, ein Ziel. Und dann hat hier noch die Lurg dazwischen genommen. Das alles Gravel. Und dann verstehe ich nicht ganz, dass das dann immerhin über 10 Kilometer Hauptstraße war. Normalerweise ist der Gravelplan eher das Umgekehrte. Aber jetzt denke ich, ist es zum Genießen. Garmin hat heute 10 größere Steigungen drin. Ich bin jetzt in der ersten, harmlos, nur etwa 50 Höhenmeter auf 500 Meter. Es gibt dann zwei mit um die 160 und dann noch eine über 400. Das ist dann allerdings, so wie ich es gesehen habe, auf etwa 11 Kilometer. Und jetzt mal noch diese Steigung. Die letzten Kilometer waren wirklich Gravel, das hat Spaß gemacht. Und jetzt gibt es eine erste Verpflegung. Ein kleiner Gruß an die Kettenwachs-Fraktion. In solchen Momenten denke ich, es wäre wirklich besser. Ich habe mich einen kurzen Moment nicht konzentriert, den linken Rand gekommen, im letzten Moment aus dem Pedal. Und dann ist mir beim Anfahren die Kette rausgesprungen. Ja, das macht Spaß. Ich habe jetzt herausgefunden, wieso mir die Kette rausspringt. Ich habe ja ein Two-By, also Innerkranz,
haben sich die Schrauben gelöst. Da fehlen schon, glaube ich, zwei. Ich, mit dem Multitool habe ich einerseits gar nicht das geeignete Werkzeug, komme auch nicht dran, das ist viel zu tief. Das heißt, ich muss jetzt dann den kürzesten Weg zum nächsten Zug suchen und dann ist für heute fertig. Noch kurz zum Fazit. Bis jetzt, ich habe jetzt 40 Kilometer gemacht. Etwas über 40 wären es noch. Die ersten 10 unangenehm und dann wurde es sehr spannend, abwechslungsreich, genauso Gelände, das ich wirklich sehr gern habe. Fahrbar, aber wirklich offroad. Ich werde diese Tour wieder machen, allerdings die ersten 10 Kilometer werde ich auf jeden Fall planen. Bis zum nächsten Video. Ich bin wieder zu Hause. Rad ist bereits zum Service angemeldet. Vor allem das Kettenblatt, gleichzeitig noch das Lenkerband hat sich zum Teil auch schon gelöst. Und noch ein Service, damit ich dann sicher bin, dass wieder alles okay ist. Ich habe ja am Anfang noch erwähnt, dass ich noch auf mein Setup eingehen will. Es geht darum, dass ich ja den Transjura, das Gravel Transjura machen möchte. Und ich habe da ja in den letzten Videos mein neues Setup gezeigt. Das war eigentlich die Idee sehr leicht und mit Hotel. Und ich habe mir das jetzt nochmals überlegt. Und es gibt ja eigentlich 4 Probleme, die es gibt. Das erste ist das Wetter, das zweite ist der Weg, das dritte ist das Gewicht des Gepäckes und das vierte ist eigentlich die Übernachtungen zu erreichen. Zum Wetter, das ist einfach eine mentale Geschichte und da hatte ich auch nicht so große Probleme. Die Wegbeschaffenheit, da muss ich einfach damit leben. Ja, dieser Weg ist Offroad, wobei ich habe jetzt gerade ein Mail bekommen. Nächstes Jahr soll es dann ein bisschen entschärft sein, das Transjura. Und immer wird das sicher ein bisschen besser. Und beim Gewicht, ja, das war zum Teil ein Problem. Ich musste zum Teil über Zäune heben, das Rad. Das war nicht so angenehm, aber es geht eigentlich. Und ich bin zum Schluss gekommen, das Wichtigste ist eigentlich, die Etappen pro Tag, das ist das große Problem und ich möchte dort flexibler werden. Das heißt, meine Idee ist, nicht mehr konkret zu planen, wo ich übernachte, sondern wirklich eine Idee zu haben, aber das spontan zu machen. Und aus diesem Grund habe ich jetzt mein Setup geändert. Das heißt, ich habe wieder ein Zelt dabei, das ist vorne in der Lenkerrolle. Ich habe Nahrung für Nachtessen dabei für 2 Abende, da bin ich an 2 Abenden flexibel, den Rest werde ich einkaufen oder ich werde vielleicht auch in Hotels übernachten. Darum habe ich auch einen Kocher dabei. Aber das konnte ich jetzt gut verteilen in die Gabeltaschen. Die sind 2 Kilo. Da sind auch noch andere Sachen drin, wie Riegel, also je 2 Kilo. Und der Rest ist dann einfach in der Rahmentasche. Die ist normal gefüllt. Ich habe nur noch eine kleine Oberrohrtasche. Das reicht dann. Eine Food Pouch, die ist primär wirklich mit Food gefüllt, nur noch ein kleines Stativ und dann noch die Satteltasche. Aber ich bin überzeugt mit diesem Setup und das hat sich heute auch gezeigt. Ich fühlte mich wohl, es waren dann zwar nur 40 Kilometer, aber doch 30 davon waren doch Gravel. Natürlich nicht so steil wie Transjura, aber ich habe wirklich mich wohl gefühlt und hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie störend ist und aus diesem Grund werde ich sicher mit diesem Setup weiterfahren. Und das war es nun wirklich mit dem Video.